Hallo und herzlich willkommen in meinem Ideenreich. Ich bin Jasmin und hallo zu Wir warten auf den neuen Katalog. Ich habe als erstes Projekt Sonnenschein und Glück für euch. Und da war es mir irgendwie noch nach Farbe, auch wenn jetzt so langsam es Richtung Herbst geht und ich wollte Farbe und dann habe ich mal Herbstfarben gegoogelt. Und kam dann auf diese Farbskala. Und zwar ist das Espresso, Chili, Lindgrün, Olivgrün und Anthrazitgrau. Wobei, es könnte auch Kieselgrau sein. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Mist, ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Ist auch egal, weil ich habe eine neue Farbkombi für euch, weil ich gedacht habe, okay, dann machen wir es aber in zwei. Dann machen wir noch eine Farbkombi dazu. Das ist also eher so eine Geburtstagskarte für alle. Ihr könnt auch ersetzen, lasst den Hund weg, wenn jemand lieber Katzen mag oder sonst was. Also ihr wisst ja, wie immer, könnt ihr was dazugeben und was weglassen. Jetzt habe ich für euch Pekannuss. Ist das Pekannuss? Oh Mann, Pekannuss, genau. Dann habe ich Pfauengrün. Dann habe ich Mangogelb, nee, Currygelb, sorry. Dann habe ich Abendblau und genau da ist es, Kupferbraun. Habe ich übrigens dann auch gegoogelt als Herbst-Kombi-Farbe und die Streifen hier, die habe ich schon vorbereitet. Muss mal gucken. Die sind aus dem Set, aus dem Standsformen-Set, das Beste. Und dann habt ihr hier diesen Streifen und das fand ich ganz cool als Hintergrund. Das wollte ich dann mal mit euch testen. So, dann, also ich habe hier aus Sonnenschein und Glück alle verfügbaren Motive, bis auf die Blümchen hier, aufgestempelt, auch wieder in der gleichen Farbkombi. Das seht ihr hier. Und dann einfach wild drauf losgeklebt. Und weil ich den großen hier so gerne mag, weil er mal wieder so ein, also ich mag eher so die großen Bam-Größe, den habe ich hier aufgestempelt und ausgeschnitten, weil ich diese Rundung haben wollte. Ich dachte zuerst, dass der hier passt, aber leider passt er nicht. Also es passen nicht genau die Zacken drauf. Das wäre es jetzt noch gewesen, ne? Aber ich habe den kleinen hier benutzt, beziehungsweise den noch nicht. Den machen wir dann zusammen. Einfach um noch mal ein bisschen mehr Struktur reinzukriegen und noch ein bisschen mehr ja, mal was anderes. Die Mitte war mir noch zu leer. Ihr könnt natürlich auch ein Herzchen reinkleben, so wie es hier eigentlich auch gedacht ist. Also zumindest hier beim Innenteil findet ihr das Blümchen in der Mitte. So, legen wir mal los. Ihr braucht ein A4 in Grundweiß. Und davon machen wir eine DIN-Langkarte. Das heißt, ihr falzt an der langen Seite bei 10,5. Ihr könnt jetzt bis zum 21 rausklappen und schneiden. Ich knicke mir das hier so und schneide es dann bei 10,5. Aber wie gesagt, ihr könnt auch erstmal 21 zuschneiden und dann falzen. So, dann muss es aber doch aufklappen, weil ich benutze den Restteil, wenn ihr das sehen könnt. Ich habe den nochmal hinterklebt. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Der Abschnitt ist 8,7. Also habe ich mir ausgerechnet 8,7 zu 10,5. So breit ist ja die Karte. Das sind 1,8 cm und die schneide ich jetzt hier unten auch ab in der Länge, dass ich einen gleichmäßigen Rand bekomme. Das sind dann 19,2. Circa. So. Jetzt geht's ans Loskleben. Ich hoffe, die Kamera wackelt nicht so sehr. Ich habe ein neues Stativ und das wackelt irgendwie noch ein bisschen. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Ein bisschen tüfteln. So, mittig aufkleben. Und dann kommen hier die Streifen drauf in einer bestimmten Reihenfolge. Ich würde jetzt die zwei
braunen, braunen Teile vielleicht jetzt nicht unbedingt nebeneinander setzen. Ihr könnt auch rechts, links, also ich habe jetzt tatsächlich hier nur alle in eine Richtung gelegt. Vielleicht kann man das auch mal so probieren. Ich würde die jetzt auch nicht alle steif gerade nach dem Lineal sozusagen legen. Hier könnt ihr es auch sehen, hier habe ich mal zwei übereinander so ein bisschen oder ja, mit ein bisschen Abstand, mehr Abstand oder so, habe ich jetzt alles? Ja, so. Also, das könnt ihr dann während dem Kleben machen. Und im Prinzip, wenn ihr alles aufgestempelt habt und aufgemalt habt, gestempelt und ausgeschnitten, so rum und ausgestanzt habt, dann ist es eigentlich nur noch eine Klebesache. Ups. Und wie gesagt, mal Kopf ausschalten. Jetzt klebe ich natürlich überall. Und einfach mal drauf losmachen. Das ist jetzt aus dem Mini-Katalog ja, so ein neutrales Set. Das könnt ihr auch ja, mit einer Kleinigkeit für dich zum Beispiel, ich zeige es euch mal hier, das könnt ihr auch für Weihnachten und für Geburtstag nehmen, für Geschenke zu ja, für Anhänger zum Beispiel, würde ich sagen. Aber auch für Karten, wenn ihr Geldgeschenke macht, indem ihr Karten, das mit Karten verschenkt. So. Ich fand die Größe von dem kleinen Hund so süß und so praktisch irgendwie. Das ist mal eine andere Größe. Auch wenn ich die Glückwünsche eher groß mag, finde ich doch so kleine Symbole immer ganz süß, weil man die noch so ein bisschen rausgucken lassen kann und so. Ja. Genau. Also googelt mal nach Farbkombis. Das ist immer... Zwei gucken jetzt raus, aber eigentlich ist das nicht schlimm, ne? In den Umschlag gehen sie trotzdem noch rein. So, und dann habe ich mir hier... Also ich bin in der Farbkombi geblieben. Ich mache die alle, also wenn, dann sollte es Ton in Ton sein. Hier jetzt nochmal mehr Farbe reinzubringen, wäre, glaube ich, ein bisschen unsinnig gewesen. Ich muss mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5 kleine. Ich habe nämlich ein bisschen mehr gemacht und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 4 von den großen. So, und dann jeweils von dem Motiv immer zwei, also zwei Teekannen. Übrigens auch super für Teegeschenke. Also wenn ihr an Weihnachten Tee verschenken wollt. So. Beim ersten Mal habe ich noch probiert, das zweifarbig zu stempeln. Also das heißt, ich habe es einmal in grau gestempelt, einmal in grün und dann eben oben abgeschnitten und aufeinander geklebt. Könnt ihr machen, musst ihr nicht. Also ich habe es jetzt so gelassen, auch wieder als Beispiel. So, wo habe ich die Dimensionals hin? Wie man es machen kann. Also man kann ja alles variieren. Ja, und dann heißt es eigentlich nur noch aufkleben. Wobei sollten wir erstmal den großen Kuss aufkleben. Ja, okay, also dann machen wir erstmal das. Jetzt habe ich die so schön hier hingelegt. Also, ich habe euch ja eben noch erzählt, das war mir zu langweilig. Was heißt zu langweilig? Da fehlt was. Und das ist ja, denke ich, auch so gemacht, dass man jetzt zum Beispiel den kleinen Hund hier reinsetzen kann. Wird auch süß aussehen. Aber ich fand die Stanzform so interessant, die da diese Löcher ergeben. Und deswegen hole ich jetzt mir jetzt kurz die Stanzmaschine, weil der passt nämlich perfekt hier rein. So.
So, einen Moment. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wie sehr das wackelt. Also entschuldigt bitte, wenn es zu sehr wackelt. So, also ich lege, ups, man sieht es nicht, ich lege mir den jetzt in die Mitte. In der Hoffnung, also nehmt euch besser ein Washi-Tape. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht mehr verrutscht. So. Na, ich wollte es hier schön rausfallen lassen. So. Ja doch, man kann es lassen. Es ist ganz gut getroffen in die Mitte. So, und jetzt können wir weiterkleben. Weil dann kleben wir den nämlich jetzt erst richtig schön in die Mitte. Damit wir außenrum dekorieren können. So. Wo ist mein Abfalleimer? Ich habe hier so einen kleinen für Dimensionals oder auch später, wenn ich plotter. Dann finde ich das ganz praktisch, wenn hier so kleine Abfalleimer rumstehen. So, Gruß und Kuss mitten rein. Und dann können wir auch gleich weitermachen mit denen hier. Ihr könnt natürlich daheim erstmal gucken, was möchte ich wohin haben. Aber ich richte mich jetzt direkt nach meiner Vorlage. Dann geht das schneller. Ich glaube, die kleinen sind hier besser. So. Und dann mache ich euch den Schnelldurchlauf an. Und dann sehen wir uns gleich, nee, hören und sehen tun wir uns ja, hören wir uns gleich wieder. So, letztes Blümchen. Klar, es ist mal wieder eine meditative Ausschneidekarte, aber ich finde, es lohnt sich. Ich mag die kleinen Blümchen sehr und oh Gott, ich wackel. Die kleinen Blümchen haben es mir wieder angetan. Das ist, da kann man wieder. Ich habe natürlich wieder eine Kranzkarte gemacht, was soll es auch sein. Also die seht ihr nächste Woche. Aber auch so eine kleine Teekanne oder so. Wie gesagt, wenn ihr Teebeutel so in so einem Goodie-Päckchen verschenkt, finde ich, ist das auch ganz toll. Von der Farbkombi her kann ich mich ehrlich gesagt diesmal nicht entscheiden. Die haben beide was, sind beide. Also hätte ich so nicht gewählt, sagen wir es mal so, aber die sind beide sehr cool. Aber ich würde mich freuen über einen Kommentar von euch, wie ihr die Farbkombis findet. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.